Wir sind in Runde 3 des FIDE Grand Suisse auf der Isle of Man in Douglas findet es statt. Und ja, wir gucken natürlich wieder auf die deutschen Teilnehmer. Jetzt habe ich lange gewartet. Jetzt sind immer noch nicht alle Partien beendet. Zum Beispiel kann ich euch sagen, der Dimitri Kollers spielt noch gegen Vidit. Sieht nicht so gut aus. Und da muss man mit einer Niederlage rechnen. Oder auch der Frederik Svane gegen den Wladislav Artemiev. Sieht auch nicht so gut aus. Okay, wenn wir hier auch mit der Niederlage rechnen, ja, dann ist das nicht so schön aus deutscher Sicht. Aber beendet ist zum Beispiel die Partie von Niklas Hoschenbeet. Der hat Remis gespielt gegen, jetzt weiß ich es gar nicht, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, gegen Nils Grandelius mit Schwarz, wunderbar. Und dann ist die Partie beendet von Vincent Kaimer und reiht der sich jetzt in diese unschönen Trend ein, dass hier heute die Partien verloren gehen oder was? Er spielt gegen Pouya Idani, ehemaliger U18-Weltmeister aus dem Iran, 2633 Elo. Ein ganz schwerer Gegner auch. Es sind alle Gegner schwer hier in dem Turnier, aber wir gucken mal, ob Vincent das knacken konnte oder eben nicht. Viel Spaß und Vergnügen wünsche ich euch. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselice Gunnis YouTube-Kanal. Wir gucken auf eine Partie von Vincent Kaimer, aber keine Sorge, ja, es gibt nicht nur Partien von Vincent Kaimer. Ich zeige euch im Anschluss an diese Partie noch eine Stilblüte, ja, also und zwar eine von Matthias Blühbaum. Da müsst ihr unbedingt noch dranbleiben, denn das fasse ich mal diesmal in einem Video zusammen. Also, jetzt gucken wir erstmal Vincent Kaimer gegen Pouya Idani und wenn es euch gefällt, was ihr seht, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal. So, was ist also passiert hier? Es wäre an der Zeit für Vincent mal einen vollen Punkt einzufahren, weil wenn er oben mitspielen will, um den Turniersieg fighten will, um die Candidates vielleicht sogar fighten will, dann muss er jetzt mal punkten. Zwei Remis zum Auftakt und jetzt schauen wir mal gegen diesen ganz schweren Gegner. Also, C4 von Vincent Kaimer, E6 und Springer C3. D5 hier, da müssen wir jetzt auch nicht lange reden. Ihr wisst das alles, englische Eröffnung, sogenannte Agincourt-Verteidigung ist das. Aber wie gesagt, diese Stellungen, die transformieren sehr oft. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel schon in so einem abgelehnten Damen-Gambit, Gambit sage ich schon, Gambit. Und das ist interessant. Pouya Idani wählt hier C5. Der, habe ich schon erzählt, der ist aus dem Iran, ja, ist 28 Jahre alt, ehemaliger U18-Weltmeister. Man ist nicht so bekannt, aber ihr seht selber, ja, kein schlechter Spieler. Ja, und er wählt die Tarasch-Verteidigung. Aha, Wer von euch kann das? Also, der übliche Zug ist hier rausnehmen. Es gibt auch noch E3, aber das lassen wir mal jetzt beiseite. C schlägt D5 ist der absolute Hauptzug. E schlägt D5 hier. Und jetzt spielt man einfach Springer F3. Es gibt auch Läufer F4, aber auch hier, wir beschränken uns mal auf die Hauptvariante. Das ist hier Springer F3, Springer F6 und E3. So kann man das spielen. Hier bei E3 muss man vielleicht einflechten. Das ist schon eher eine Sideline. Ja, das ist schon ganz schön. Ich will nicht vom Passiv reden. Also bitte, ne, versteht mich nicht falsch, aber das ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Also ich sag mal, Läufer G5, warum denn nicht, ja? Oder auch G3, ja? Das so, solche Züge. Aber gut, Vincent weiß schon, was er tut wahrscheinlich und spielt hier E3. Ist nicht so mein Stil, aber ist ja nicht schlimm. Okay, also Schwarz spielt hier A6, das ist ein guter Zug. Warum tut er das? Naja, er nimmt mal das Feld B5 raus für den Gegner und er kann auch selber irgendwann mal B5 spielen und so weiter. Also ist so ein multifunktionaler Allzweckzug sozusagen, ja. Vincent stellt den Läufer nach D3. Er möchte hier C4 provozieren. Das wäre, kann man spielen. Also für mich ist das so ein bisschen antipositionell, wenn man hier C4 spielt. Und zwar immer dann, wenn Weiß noch die Möglichkeit hat, im Zentrum gegenzuschlagen. Ja, also wenn, stellt euch vor, der weiße E-Bauer wäre gar nicht mehr da, dann wäre C4 wahrscheinlich spielbar. Es ist natürlich auch jetzt spielbar, versteht mich nicht falsch, ne? Aber für mich ist das nicht so the way to go eigentlich, ja? Weiß nicht, wie ihr das seht, aber gut. Jetzt kommt erstmal Springer C6 hier, Rochade von Vincent Kaimer.
und Läufer G4, also diese unangenehme Fesselung. Vincent sagt, ja, dann fessel du mal rum, ich spiele H3, greif dich an. Und Idani, der hält die Fesselung hier aufrecht. Okay. Und das ist auch lehrreich im Grunde, weil man, es krankt ja oft, es ist unangenehm, ja. Auf Englisch würde man sagen, annoying, diese Fesselung. Was macht man denn jetzt? Will man jetzt hier G4 spielen? Ja, lieber nicht, ja. Also das kannst du jetzt nicht bringen, aber man könnte es einfach ignorieren. Man könnte ja sagen, ich spiele Turm E1 und E4 und sowas alles. Aber Vincent spielt hier ganz, ganz ruhig Läufer E2. Und hebt diese Fesselung somit auf. Und jetzt möchte ich euch ganz ehrlich mal was fragen. Wer von euch hätte hier Läufer E2 gespielt, nachdem ihr doch gerade erst Läufer D3 gespielt habt? Und man gibt ja auch noch die Diagonale ab, wenn Schwarz hier Läufer G6 zöge irgendwann mal, ja. Ist das ein guter Zug, Läufer E2? Ich kann euch mal sagen, es ist ein guter Zug. Es ist auch eine sag ich mal, Empfehlung, eine von mehreren. Ja, es gibt ja auch noch andere, habe ich ja eben gesagt, Turm E1 zum Beispiel oder sofort E4 auch. Aber Läufer E2 ist ein guter Zug, man muss also sich auch mal mit dem Rückzug abfinden. Und jetzt kommt doch C4. Ich wiederhole mich. Für mich ist das antipositionell. Immer wenn, Weiß hat immer noch den Hebel E4, irgendwann mal, ja, als Motiv, nicht jetzt, aber. Und das ist, ich weiß nicht, außerdem kann man diesen Punkt auch sehr gut anknabbern, anhebeln mit B3. Ich bin kein Fan von C4. Und die Engine gibt mir auch in gewisser Weise recht. Das ist jetzt nicht natürlich eine Verluststellung für Schwarz, so Quatsch, aber so eine 07, 08 für Weiß spuckt er dann schon aus nach C4. Na gut. Vincent sagt sofort, okay. Dann schauen wir mal. Springer E5 und jetzt hängt der Läufer hier. Okay, und der tauscht sich ab auf E2. Die Dame nimmt natürlich und jetzt kommt Läufer B4. Das ist ein guter Zug, auch wenn dieser Zug vermeintlich so ein bisschen ins Leere zielt, weil er baut ja keine Fesselung auf. Der weiße König ist ja schon wegrochiert. Warum also Läufer B4? Naja, also die Idee ist hier einfach abzutauschen. Ja, und natürlich, das Läuferpaar ist sowieso nicht mehr vorhanden, bei beiden Farben nicht, aber hier einfach abtauschen, den Springer rausnehmen, ja, dann wird auch E4 erschwert und so weiter. Vincent sagt sich, gut, pass mal auf, also ich tausche erstmal selber hier auf C6, B schlägt C6 und deckt den einfach. Und jetzt sagt er, okay, du kannst hier gerne tauschen, wenn du möchtest, kam nicht in der Partie, aber das ist nicht so gut, weil jetzt nimmt man mit dem Läufer und wenn ihr jetzt hier rein stolpern wollt auf E4, ne, dann spiele ich einfach Turm FC1 und ich habe sehr viel Tempi. Also schaut mal, ne, dann kann ich B3 spielen, plötzlich öffnen sich C-Linien und so weiter. Das ist eine bessere Stellung für Weiß, ja, deutlich besser sogar schon. Also, das ist nicht so, wie Schwarz spielen sollte, deswegen hat Puya Idani erstmal wegrochiert, ja, gute Entscheidung. Und der Vincent hebelt jetzt an. Das habe ich eben schon mal gesagt. Der Punkt C4 ist jetzt überlastet, ja. Und den kann man auch gar nicht mehr verteidigen. Also muss Schwarz hier einmal rausnehmen. Okay. Und Vincent nimmt natürlich zurück. Und jetzt wird hier doch getauscht auf C3. Und Dame B6. Okay. Dame C2. Und ihr seht schon, was ist das? Warum hat Vincent Keimer so gespielt? Ich meine, dieser Punkt hier ist schwach, ja, und der wird gedeckt durch Dame C2, richtig, und gleichzeitig möchte er aber Druck auf der C-Linie machen oder eventuell sogar Druck auf der A-Linie machen, sehen wir gleich noch. Und was ist einzuwenden gegen solche Züge wie zum Beispiel Turm FB8 kam nicht in der Partie, da muss man schon höllisch aufpassen, denn dann wird einfach der Bauer gedeckt, Turm A3. Und jetzt sieht das unheimlich aktiv aus, Springer E4 und so, aber wieder haben wir dieses vermaledeite Turm C1 und Weiß steht hier klar besser. Es ist Druck, mehr Druck auf der schwarzen Stellung als Druck auf der weißen Stellung. Das muss man erstmal so spielen und erkennen können, ja. Deswegen ist Idani erstmal nach C8 gegangen und unterstützt den Bauern auf C6. Gute Entscheidung, by the way. Turm FC1 trotzdem. Und jetzt kommt Springer E4. Ich meine, der liegt ja irgendwo auf der Hand, den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ja. Der Läufer zieht sich nach E1 zurück. Und jetzt sieht man schon, ja, halboffene A-Linie, halboffene C-Linie, Druck auf der schwarzen Stellung. Das ist gar nicht so ohne. Das kann ich euch sagen. Also, jetzt kommt erstmal ein Luftloch hier, H6, okay. Und jetzt kommt Turm A5.
Ist richtig stark gespielt, positionell richtig stark gespielt von Vincent Keimer. Was ist denn Trümmer 5 und Zuge? Ja, natürlich, wenn der Druck auf der C-Linie auszuhalten ist, dann vielleicht nicht auf der A-Linie. Schauen wir mal, ob hier schon Bauernverlust droht. Ja, Turm AB8, also der Angriff hier, den Vincent hier aufbauen wollte, der wird gekontert mit dem Angriff auf den Punkt B3. Aber jetzt spielt Vincent ganz humorlos B4. Der ist ja gedeckt von dem stark stehenden Läufer auf E1. Und ihr seht schon, ja, was tun? Es droht schlicht hier die Vertrippelung, ja, und dann nehme ich den Bauern weg. Macht er denn dagegen? Also, Puja-Idani sagt, gut, Turm A8, dann decke ich halt und ja, Dame A4, ne, Doppeldruck und do noch mehr Druck und hier Druck. Jetzt sagt man ja auch gerne, Druck erzeugt Gegendruck. Ja, ist das hier so? Springer D6, der Springer kann ja auch noch, ne? Der kann zum Beispiel hier hin und der vielleicht irgendwann hier hin. Vincent ungerührt, vertrippelt hier auf der A-Linie. Und jetzt kommt hier, Springer C4 geht übrigens nicht wirklich, dann nehme ich den A6 weg. Was man aber machen kann, ist vielleicht Springer B5 spielen. Und jetzt nehme ich zwar auch den A6 weg. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das war gar nicht mehr zu verteidigen. Aber der Hintergrund ist, nach diesem Tauscherei hier, darf Schwarz natürlich die Damen nicht tauschen. Weiß hat einen Bauern gewonnen, aber Schwarz sollte jetzt weiteres Material nicht vom Brett nehmen. Ja? Also wenn weniger Material hat, der sollte nicht tauschen. Dame C7 deswegen. Und Vincent geht zurück. Und ihr seht schon, dieser Springer steht gut. Das ist ein Blockadespringer. Und der droht auch immer hier reinzustoßen und so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man das Kompensation nennen kann. Wahrscheinlich nicht ausreichend. Wie gesagt, der Läufer ist jetzt passiv, der deckt zwar B4, aber der Springer hier ist aktiv. Also ein bisschen Kompensation vielleicht. Nicht unter, eher so eine Salatblattkompensation. Also Dame D7, Dame C2 und Turm E8. Also jetzt werden alle Figuren wieder auf die anderen Flügel geschwenkt und jetzt hat Vincent einen Bauern gewonnen und okay, schauen wir mal. Turm A6 und der Vorteil ist weg. Das ist immer wieder nicht zu fassen. Das sind Ungenauigkeiten, die sind aber auch schwierig zu verstehen. Warum ist denn der Zug schlecht? Also hier kann ich euch sagen, hier hat die Engine eine plus 1,2 ausgeworfen, weil mehr Bauer eben. Und nach Turm A6, ja, ist der Vorteil weg. Ich zeige euch gleich, was los ist. Was wäre denn besser? Das ist eben das, was ich meine. Wo 7 hin oder her, das ist so schwierig zu verstehen. Also zum Beispiel empfiehlt der Computer einfach König H2. Was ist das? Oder Dame C1. Was zur Hölle? Also, oder Dame C5, das ist vielleicht noch am verständlichsten. Aber nach Turm E6 sehe ich auch nicht genau, wie es weitergeht. Naja, jetzt spielt der Vincent Turm A6. Und ich sage, der Vorteil ist weg. Warum? Habt ihr das gesehen? Naja, der hängt. Puja-Idani sagt, gut, dann nehme ich den halt einfach. Ne? Springer schlägt D4. Und der Punkt ist, dass man hier nicht nehmen kann, weil der Läufer hängt. Ja, hat da Vincent was übersehen? Nein, nein, Vincent hat nichts übersehen. Er hat sich auf die Variante eingelassen und gesagt, okay, wenn du den D4 nimmst, spiele ich Dame C5. Jetzt hängt der Springer und ich halte den Druck auf den C6 damit auch noch aufrecht. Außerdem kann man irgendwann mal König F1 spielen, dann hängt der Springer wirklich. Also trickreich gespielt von Vincent, aber nicht ausreichend trickreich. Denn jetzt könnte Schwarz die Partie vollständig ausgleichen mit dem Zug Turm E4. Aber da muss ich auch wieder einschränkend sagen, liebe Schachfans, Turm E4, wer spielt denn so einen Zug? Das sieht ja höllisch, also es kam auch nicht in der Partie, aber wieso ist denn der Zug Ausgleich? Naja, man kann nicht F3 spielen, das ist mal klar. Warum? Dann hängt der. Ja, und dann hängt der Läufer auch noch. Also das geht halt nicht F3. Aber Weiß könnte König F1 spielen und jetzt hängt der Springer wirklich, ja? Jetzt hängt der Springer. Und wieso ist das Ausgleich? Naja, jetzt gibt es diesen simplen Trick Dame E8. Jetzt kann man wieder nicht nehmen, weil hier ist sogar matt dann, ja? Das heißt, was tun? Also, keine Ahnung, gehen wir mal mit dem Läufer weg oder so, oder dann gehe ich mit dem Springer auch weg, ja? Und jetzt kann man den nicht nehmen, also theoretisch kann man den nehmen, vielleicht kann man sogar mit der Dame nehmen, aber schaut mal hin, ich zeige euch nun mal die Variante. Nimmt, nimmt, nimmt. Und das ist Remis, die Stellung. Also,
Ne? Wahnsinn, Turm E4, unglaublich starker Zug. Aber der gute Puja-Idani hat das nicht gespielt. Er hat hier gespielt Dame C8. Das ist ja auch nicht so schlecht. Warum? Weil, also der Turm hängt hier noch, ja, der muss irgendwie ziehen und König F1 wurde noch nicht gespielt, deswegen hängt der Springer auch nicht. Die Dame kann hier auch nicht nehmen, weil der Turm eben jetzt angegriffen ist. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Dame C8 ist ein Verlustzug. Kriegt Vincent Keimer denn jetzt hin, dass die Partie zu gewinnen? Das wäre so wichtig. Ah, ihr seid euch auch nicht sicher, oder? Ich nehme mal einen Schluck Tee, liebe Schachfans, und ihr sagt mir, was ihr hier ziehen würdet. Der ist zwar ein bisschen kalt schon, das macht nichts. Was hat Vincent hier für einen Zug gemacht? Und warum ist das ein Verlustzug? Vincent spielt eiskalt B5. Boah, was ein Zug, ja? Was ein gewaltiger Zug. Dieser Zug gewinnt. Was ist los? Wir können natürlich hier nicht nehmen. Wenn wir mit diesem Bauern nehmen, ja, dann nehmen wir die Dame raus, Turm schlägt C8 und jetzt, was passiert? Nee, jetzt ist die Figur weg. Geht also nicht, okay? Wenn man aber mit dem Springer nehme, Beispiel, dann nehme ich auf C6 mit dem Turm. Jetzt muss man irgendwie den Springer decken, also die Dame ist angegriffen und jetzt geht aber einfach Turm B6. Eieieiei. Also ich kann, sagen wir mal, so, ich kann auch B5 nicht nehmen als Schwarzer. Es geht nicht. Ich kann nicht nehmen. Jetzt kommt dann doch Turm E4 von Puja-Idani. Turm E4. Und hier auch, hier gibt es mehrere gute Züge. Turm B6, ein sehr guter Zug auch, ne? Läufer D2 einfach weggehen und so. Das Schach bringt ja auch nichts, kommt König F1. Man kann auch hier einfach ganz stumpf König F1 spielen. Und das ist gewaltig starker Zug erneut, weil jetzt hängt der Springer tatsächlich, ja, weil jetzt ist der Läufer gedeckt, ja, und jetzt versucht Puja-Idani noch Tricks auszupacken. Wie gesagt, hier kann man nicht nehmen, das haben wir inzwischen gelernt, ja, aber Dame B8 ist noch ganz schön tricky, ja, warum? Ja, guckt mal, hier sind plötzlich Mattoptionen. Vincent sagt sich, das ist mir egal, ich spiele B6. Ich will den C6 gar nicht nehmen oder so. Ich will den Freibauern durchdrücken. Push him, Baby. Ja. Und jetzt kommt Dame H2 und es droht Matt auf H1. Was ist das denn? Hat Vincent etwa die Partie eingestellt oder was? Nein, hat er nicht. Turm A8 Schach. Sehr, sehr stark. Und jetzt kommt König H7. Und was mache ich jetzt gegen das Matt? Wir nehmen einfach auf D4. Wunderbar gesehen von Vincent Keimer. Fantastisch. Dame schlägt D4, zieht den Stöpsel. Ja, weil hier ist Ende. Jetzt kann, okay, wir können Schach geben. Der König geht nach E2. Wir müssen natürlich die Dame nehmen, ist klar. E schlägt D4. Und jetzt läuft einfach der Bauer durch. Es kam noch Dame schlägt G2. Und ein Fallstrick muss man noch überspringen. Einen Fallstrick gibt es noch, liebe Schachfans. Und zwar nicht B7 spielen. B7 ist nur Remis. Immer konzentriert bleiben bis zum Schluss. Wenn man jetzt B7 zöge, ja, ups, ups, wenn man hier das Remis, ne, ich kann hier Dauerschach geben. Und wenn man hier, wenn ihr vielleicht noch sehen wollt, was passiert, wenn man nach D2 läuft, ja, dann nehme ich halt den und nehme den und gebe einen Schach. Und ihr werdet es nicht schaffen, dem Dauerschach zu entgehen. Schaut mal, Dame E2, König hierhin oder was? Nö, ich gebe wieder einen Schach und dann gewinne ich sogar noch, weil der Bauer fällt. Also, Leute, ne, vorsichtig. Und deswegen hat Vincent Keimer hier auch Turm E8 gespielt. Und das ist der richtige Zug. Jetzt ist Ende Legende mit dem Schach hier auf E4, mit dem Dauerschach. Und der Bauer läuft einfach durch. Nicht zu stoppen. Außer mit einem Damenopfer oder sowas. Das ist natürlich Quark. Und deswegen hat Puja-Idani hier die Partie aufgegeben. Wahnsinn. Also, ich sag mal so, das war von Vincent mal wieder, nicht falsch verstehen, aber es war hier an der Stelle Turm A6, schmeißt den Vorteil weg. Ich habe es euch erklärt. Aber nach diesem Fehler, nach Dame C8, hat Vincent großartig gespielt. Also, er hat hier eiskalt B5 entkorkt, ja. Und nachher dann, hier guckt mal selber,
das Schach zugelassen, die Mattdrohung zugelassen und hat es einfach ungerührten Schach gegeben und dann auf die Dame auf D4 reingeknallt. So muss man das machen. Fantastisch. Und deswegen war das so wichtig, dass Vincent Keimer die Partie gewinnt. Jetzt hat er nämlich 2 aus 3 und das sieht schon mal gut aus, ja. Und wir gucken mal auf die anderen Spiele. Nein, nein, falsch. Halt, bleibt dran, liebe Leute, nicht weglaufen. Ich habe noch eine Stilblüte für euch. Erstmal Gratulation an Vincent Keimer. Ich tausche jetzt mal die Bilder nicht aus. Ich habe das mal vorbereitet. Schaut mal. Das ist die Stellung hier von Matthias Blühbaum gegen Wahab Sanal. Ja, auch mit 2600 irgendwas sehr, sehr stark. Und eine normale Stellung. Ja, also aus dem Springer F3, B3, Zuckertorte hervorgegangen und so. Brauchen wir jetzt nicht. Wir sind hier in Zug 15 und beziehungsweise Zug 16. Und Matthias spielt hier eiskalt D5. Ja, und sagt sich, schauen wir mal, was hier passiert. Ne? Und jetzt kann man hier nehmen, ne? Springer schlägt D5 oder Läufer schlägt D5. Und das Krasse ist, Läufer schlägt D5 kam in der Partie. Und was passiert? Die Stellung ist von 0,0 auf plus 6 gehüpft. Was ist hier los? Warum verliert Läufer schlägt D5? Nach nur 16 Zügen. Findet ihr das? Ich müsste schon wieder. Also, wir haben jetzt eine kurze Stilblüte. Ich nehme einen Schluck Tee nochmal ganz kurz. Cool. Wer findet den Gewinnzug? Unglaublich! Matthias Blühbaum hat ihn gefunden. Er gewinnt hier die Partie, indem er einfach zieht. Dame C3. Material weg. Was wollt ihr tun? Es droht der Einschlag. Und danach nehme ich auf F6 raus. Und ihr könnt auch den Springer nicht wegziehen. Ja, warum nicht? Ja, aber dann gehe ich hier hin oder so, droh matt und nehme die Dame weg oder irgendwie sowas. Aus. Also, Wahab Sanal hat noch H5 versucht, aber jetzt kommt einfach Springer D7 Aufgabe. Weil Material verloren geht. Man kann nicht nehmen wegen matt. Ja, und wenn Schwarz, ja, was soll Schwarz machen? Den kann man auch nicht nehmen, weil dann nehme ich hier und dann sind wir noch matt. Also hier ist dann matt im nächsten, ja. Unglaublich. Hätte Wahab Sanal hier mit dem Springer auf D5 genommen, mit dem Springer auf D5, wäre gar nichts passiert, ja. Dann ist ein bisschen kompliziert zu rechnen, wegen Springer schlägt E4 und so, und dann kann man den nehmen und so weiter. Also, wie auch immer, dann wäre die Partie halt weitergegangen. Aber es also, ist echt krass, nach 16 Zügen, ne, nimmt man hier auf D5 raus, ne, und aus die Maus. Dame C3, kaputt. Wahnsinn, Wahnsinn. Zack, hopp, warum geht das nicht? Jetzt geht's. Also, jetzt gucken wir nochmal zusammen auf die Ergebnisse, ja, in Runde 3. Jetzt schauen wir mal. Seht ihr das? Könnt ihr das gut sehen? Ich hoffe ja. Erwin Lamy, Remis gegen Fabiano Caruana, der spielt gut mit, der Erwin Lamy, ja, holländischer Großmeister. Arjen Erika Isi spielt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme gegen Alexei Sarana. Sieht sehr nach einem Remis aus, aber gut. Jetzt gucken wir mal zu den Deutschen hier. Wo ist der erste Deutsche? Hier, der Niklas Huschenbeet. Remis gegen Nils Grandidis. Das habe ich, glaube ich, in der Einleitung schon gesagt. Scrollen wir mal ein Stück. Vincent Keimer gewinnt hier. Ihr seht schon, ich mache mal einen Reload. Er ist noch nicht beendet. Schaut mal, Dimitri Kollers gegen Vidit. Sieht aber nicht gut aus. Frederik Svane gegen Artemjew ebenfalls nicht, hatte ich schon gesagt. Und Donchenko immer noch, spielt immer noch. Der steht aber auf Gewinn gegen Akkorbian. Das kann ich euch schon mal sagen. Und Matthias Blühbaum, das haben wir eben gesehen, unglaublich, oder? Auf dem Niveau, was da alles möglich ist. Und der Rasmus Svane spielt auch noch gegen Abhimanyu Mishra. Also da muss ich nachliefern, liebe Leute, weil die Partien so lange dauern, ja. Und ich will jetzt auch nicht euch ewig da hinhalten. Also, so viel dazu. Liebe Leute, im nächsten Video erzähle ich mehr über die Ergebnisse und gucken wir uns die Runde 4 an. Also, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Langes Video, spannendes Video, wie ich finde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal. Leute, einen kleinen Hinweis habe ich noch. Ab 1.11. gibt es eine Rabattaktion in meinem kleinen Merch-Shop. Da komme ich aber nochmal drauf zurück. Okay, vielleicht habt ihr Lust, ja, so ein kleines so ein T-Shirt oder das oder so. Ich erzähle da nochmal was drüber, ja. Also, nun mal schon mal als Hinweis für den Hinterkopf. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Dankeschön für euer Interesse und tschüss.